Ja, und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen DSB-Webinar Auflage Pistole. Wir freuen uns sehr über Sie als Teilnehmende und dass Sie heute Abend zu uns den Weg hier in den digitalen Raum gefunden haben. Mein Name ist Sarah Vogel, ich bin wissenschaftliche Referentin an der Führungsakademie des DOSB und werde Sie heute moderativ durch diesen Abend begleiten. Wir schauen jetzt im ersten Schritt einmal auf den groben Ablauf heute Abend und dann gibt es noch ein paar Hinweise zur Technik. Zum groben Ablauf heute, wir starten jetzt gleich mit dem Input unseres Experten. Dieser dauert so circa eine Stunde. Und danach wird wie immer für diejenigen, die es schon kennen, Zeit eben für ihre Fragen sein. Das heißt, Sie haben am Ende die Möglichkeit, Fragen schriftlich zu platzieren. Und diese werden dann von unseren Experten beantwortet. Alles, was Sie eben rund um das heutige Thema beschäftigt. Das Ganze dauert hier heute 2 Stunden. Das heißt, um 20 Uhr schließen wir dann das Webinar. Bevor wir mit dem Inhalt starten, noch einmal der kurze Blick auf die Technik. Es wurde ja gerade auch schon im kurzen Einspieler angesprochen. Als Zuschauer ist Ihr Mikrofon und Ihre Kamera deaktiviert. Das heißt, Sie können die nicht selbstständig aktivieren und auch nicht selbstständig darüber verwalten. Sie haben aber eben trotzdem die Möglichkeit, Fragen zu platzieren, was ja auch essentiell ist für die Fragerunde am Ende. Das aber bitte über den Bereich F und A. Sie finden das unten in Ihrer Zoom-Leiste. Das steht eben für Frage und Antwort. Da bitte einfach draufklicken, dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Dort können Sie Ihre Frage eintippen, dann klicken Sie auf Absenden. Die Frage landet bei mir und ich lese dir sie dann unserem Experten vor und unser Experte antwortet dann. Das wird dann circa der zweite Teil unseres Webinars heute sein. Wie auch gerade schon erwähnt, wir möchten Sie darum bitten, die Fragen so präzise wie möglich zu formulieren, denn Rückfragen ist in diesem Format ein wenig schwierig und auch bitte nur Fragen dort platzieren, auch wenn wir uns über Feedback und Danke sehr freuen. Das kann einfach bei einer großen Teilnehmerzahl dann sehr schnell überlaufen sein in dieser Rubrik. Also Fragen liebend gern, wir freuen uns darüber im Bereich F und A, die einfach eintippen und dann absenden. Jetzt will ich auch gar nicht mehr weiter drum rumreden. Ich leite ein in das Thema mit Blick auf den Inhalt. Wir widmen uns ja heute dem Thema Auflagenschießen Pistole und dafür konnten wir eben Fred Joachim Keller als Experten für den heutigen Abend gewinnen. Fred Joachim Keller ist seit 60 Jahren Schütze und immer noch aktiv und ist national, auch international als Trainer tätig, hat dort viel Erfahrung und Expertise, vor allem im Bereich Auflagenschießen Pistole. Wir beginnen jetzt gleich das Webinar mit einer kurzen Einführung zu Disziplin und dann werden folgende Teilaspekte aufgegriffen: der innere und äußere Anschlag, das Anschlagaufbau, den Anschlagaufbau und die Nullpunktkontrolle sowie Material und Ausrüstung. Das als Einstieg zum heutigen Thema und damit übergebe ich auch direkt gerne nach Wiesbaden und wünsche Ihnen alle viel Spaß beim Webinar und sage bis gleich. Ja, hallo, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über das riesige Interesse an diesem Webinar, das bereits nach wenigen Stunden praktisch ausgebucht war. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich mich kurz vorstellen. Wie bereits gesagt, mein Name ist Fred Joachim Keller. Ich bin jetzt 76 Jahre alt und seit 60 Jahren aktiver Sportschütze. Wenn ich richtig gerechnet habe, bin ich hier im Bundesleistungszentrum seit 12 Jahren Honorartrainer bei den sogenannten Jedermann-Lehrgängen im Bereich Pistole. Anfangs mit den Freihanddisziplinen, heute liegt mein Schwerpunkt bei den Auflagedisziplinen. Speziell für die Auflagen-Pistolendisziplin gibt es nur wenig Literatur. Es gibt kaum Trainer, die die speziellen Bedürfnisse der Auflagenschützen richtig betreuen können. Aus diesem Grund hat der DSB einen Leitfaden für die Aus- und Fortbildung von Trainern und Trainerinnen zum Erwerb der Sonderlizenz Sentra erstellt. Sentra steht für Senioren trainieren anders. Mein Beitrag zu dieser Lehrmappe ist das Technikleitbild Pistole Auflage. Ich hoffe, dass es mir heute gelingt, Trainingsimpulse für das Thema Anschlag und Bewegungsablauf zu geben. Außerdem möchte ich aufzeigen, welche Aspekte für eine optimierte Ausrüstung wichtig sind. Fangen wir an. Wie ihr seht, haben wir bei dem Startbild Pistole, freie Pistoleauflage, Sportpistoleauflage, Luftpistoleauflage. Das ist ganz bewusst so gewählt, weil die Technikelemente absolut identisch sind. Es spielt keine Rolle, ob ich mit der freien Pistole oder mit der Luftpistole die Technik
und den Schießablauf trainiere. Unser Themenschwerpunkt heute ist die Luftpistole-Auflage. Es geht um den inneren und äußeren Anschlag, um den Anschlagsaufbau und auch die Nullpunktkontrolle und, wie schon erwähnt, um das Material und Ausrüstung. Wir sollten auf jeden Fall mal einen Vergleich herstellen zwischen den freihändigen Disziplinen und den Auflagedisziplinen. Alles wird durch die Sportordnung geregelt. Bei der Freihanddisziplin wird der Wettkampf stehend freihändig ausgetragen. Ich habe einen relativ hohen Kraftaufwand. Ich muss meine Waffe anheben, meine Waffe halten. Die Waffe wird freigehalten. Allerdings ist hier der Griffboden vollkommen gleichgültig. Der Griffwinkel ist eher hängend, mein Schultergelenk verriegelt und ich muss jedes Mal für jeden Schuss den Aufbau für den Halterraum neu durchführen. Bei den Auflagedisziplinen habe ich die Wahl, stehend aufgelegt zu schießen oder ab 65 Jahren kann ich auch sitzend den Wettkampf bestreiten. Ich habe einen deutlich geringeren Kraftaufwand. Es beschränkt sich eigentlich nur auf das Anheben der Waffe. Dann darf ich meine Waffe auf den Auflagebock auflegen. Also die Waffe wird am Griff aufgelegt. Der Griffboden ist gerade oder mit einer Auflage versehen. Der Griffwinkel deutlich steiler. Mein Schultergelenk wird ebenfalls verriegelt. Halteraum ist allein durch die Auflage schon eingegrenzt. Ich verwende einen Auflageständer und Personen ab 66 Jahren können einen Schießhocker bzw. einen Auflagehocker verwenden. Der äußere Anschlag unterscheidet, der Anschlag als solches unterscheidet sich zwischen dem äußeren Anschlag und dem inneren Anschlag. Beim äußeren Anschlag geht es um die sichtbare Körperstellung, wie Fußstellung, Körperstellung, Armhaltung und Kopfhaltung. Der innere Anschlag ist einmal der geistige Zustand. Es bezeichnet den nicht sichtbaren Spannungszustand der Muskulatur. Und wichtig, das Gefühl, Dehnungszustand der Bänder und die Stellung der Körperteile zueinander. Es ist also das Muskelgefühl, das der Schütze entwickeln muss. Ziel ist es, einen optimalen Anschlag zu erreichen, um die größtmögliche Stabilität von Körper und Waffe zu erreichen. Für uns ist es ganz wichtig, einen spannungsfreien Zustand zu erzielen. Beim inneren Anschlag kommt es auf die geistige Kontrolle der Muskelspannung an. Das betrifft also Kopf, Arme, Schulter, Rücken, Hüfte, Beine und Füße. Es muss ein Gefühl für den Spannungszustand der Muskulatur im Anschlag erreicht werden. Die Anspannung sollte, der Spannungszustand sollte so wenig wie möglich sein, aber so viel wie nötig. Der innere Anschlag wird im Wesentlichen durch den äußeren Anschlag bestimmt. Und ganz wichtig dabei, dass der Spannungszustand leider nicht immer sichtbar ist. Der innere Anschlag und der äußere Anschlag müssen beim Anschlagsaufbau immer wieder dieselben sein. Es gilt von Schuss zu Schuss immer wieder denselben Spannungszustand herzustellen. Spannungsfrei stehen, eine natürliche Körperhaltung ist wichtig. Es ist zu verhindern, dass unnötige Muskeln angespannt werden, da jede angespannte Muskulatur innerhalb kürzester Zeit zu Zittern führt, was sich auf das Schießergebnis leider negativ auswirkt. Der äußere Anschlag wird bestimmt durch die Sportordnung und die Wettkampfregeln.
Ich darf nur eine Hand zum Schießen benutzen. Eine zusätzliche Unterstützung von Schießarm und Handgelenk ist nicht erlaubt. Anatomische Bedingungen wie Körpergröße, Armlänge, Beweglichkeit der Halswirbelsäule bestimmen auch den äußeren Anschlag. Anatomische Bedingungen können wichtig sein oder wirken sich aus. Bin ich groß, klein, habe ich lange oder kurze Arme? Wie weit ist es mit der Beweglichkeit meiner Halsmuskulatur? Und bei langen Extremitäten habe ich natürlich eine große Hebelwirkung bei einem langen Schießarm. Physikalische Gesetzmäßigkeiten sollten beachtet werden. Die haben Auswirkungen auf mein Gleichgewicht, auf mein Gleichgewichtsgefühl. Deshalb ist es wichtig, den Schwerpunkt in die Mitte der Standfläche zu bringen. Der äußere Anschlag wird so aufgebaut, dass eine natürliche Körperhaltung ohne muskuläre Verspannung eingenommen werden kann. Die Kopfhaltung ist gerade, mein Blick geht gerade über die Visierung. Hier sehen wir zwei Anschlagsarten. Den stehenden steilen Anschlag. Der stehende steile Anschlag wird übernommen von der Freihanddisziplin. Da steht der Schütze exakt in 90 Grad zur Schussrichtung. Schulter und Arm genau in Schussrichtung. Wenn der Nacken Probleme verursacht, den Kopf entsprechend drehen zu können bei aufrechter Kopfhaltung, muss ich meinen Anschlag leicht öffnen und dann habe ich einen offeneren Anschlag. Wie schon gesagt, beim steilen Anschlag ist die Schulterachse genau in Schussrichtung, der Winkel der Füße zur Visierlinie beträgt 90 Grad. Vor- und Nachteile. Bei einem steilen Anschlag habe ich die geringste vertikale Körperspannung. Abstand von Auge zum Korn ist hier am größten. Es fällt mir viel leichter, die Visierung zu fokussieren. Allerdings negativ ist, dass meine Kopfdrehung am größten ist. Und wenn ich meinen Kopf sehr weit drehen muss, kann es sein, dass Verspannungen im Nacken entstehen, dass ich dadurch ein gestörtes Gleichgewichtsempfinden habe, und weil ich meinen Kopf zur Seite neige. Vorteil: in vertikaler Richtung ist die Körperspannung am geringsten. Schwankungen können nach vorne und nach hinten eintreten. Bei einem leicht offenen Anschlag ist die Anschlagsposition zur Scheibe leicht gedreht. Es ist stark davon abhängig, wie weit meine Nackenmuskulatur das erlaubt. Der Winkel zur Visierlinie ist also verringert, 10, 15, 20 Grad geöffnet, bis 45 Grad ist also immer noch ein sinnvoller Anschlag. Hier beim geöffneten Anschlag ist meine Kopfdrehung am geringsten. Es fällt mir deutlich leichter, mit einer entspannten Kopfhaltung hinter die Visierlinie zu kommen. Meine Körperschwankung ist relativ stabil, ist sehr ausgewogen. Der Abstand von Auge und Korn ist zwar verkürzt, aber noch in einem Bereich, dass es mir nicht schwerfällt, die Visierung zu fokussieren. Beim sitzenden Anschlag passiert genau das Gleiche, wie im stehenden Anschlag auch. Der einzige Unterschied: ich darf mich setzen. Für die meisten Schützen ab 66 Jahren ist das Sitzen der Regelanschlag. Hier im Bild sehen wir einen Schützen, der etwa 45 Grad Haltung bevorzugt.
Also hier habe ich schon eine deutliche Verkürzung der Visierlinie, aber für ihn war das die optimale Möglichkeit, da vom Rücken her und vom Nacken her keine andere Möglichkeit bestand. Das ist ein Bild, das wir häufig sehen bei Auflageschützen, die komplett offen dastehen oder da sitzen. Beim Sitzendanschlag habe ich das große Problem, wenn eine Brüstung vor mir ist, dass ich meine Knie gar nicht unterbringe, dass ich Schwierigkeiten habe, die Auflage entsprechend zu positionieren. Bei einem Anschlag in dieser Art habe ich zwei große Nachteile. Ich habe eine verkürzte Visierlinie im Vergleich zum offenen, also zum steilen Anschlag. Verkürze ich meine Visierlinie um etwa 10 cm. Der größte Nachteil, der bei einem so geöffneten Anschlag besteht, ist die Disbalance zwischen Brust- und Schultermuskulatur. Ich habe also bei einem ganz offenen Anschlag eine total entspannte Brustmuskulatur und viel Spannung von der Schultermuskulatur, was dann in der Schussauslösung leider zu Verreißen führen kann. Die Armhaltung ist von Bedeutung. Gestreckter Arm. Schulter, Ellbogen und Handgelenk werden fixiert. Es ist eine komplett natürliche Körperhaltung. Wie auch beim Freihandanschlag. Schulter bleibt unten. Schwerpunkt geht durch die Mitte des Körpers auf die Standfläche. Der nicht am Schießen beteiligte Arm wird am Gürtel oder am Hosenbund fixiert. Auch die Hosentasche ist eine Möglichkeit. Beim Sitzendaufschlag kann ich meine Hand auf dem Oberschenkel ablegen, aber ich darf mich nicht abstützen. Die Kopfhaltung ist ganz wichtig, gerade aufrecht. Damit ist das Augenpaar waagrecht. Das ist deshalb wichtig, weil ich bei einer Neigung meiner Kopfhaltung, wenn ich seitlich neige, meinen Gleichgewichtssinn irritiere. Und der Kopf wird nur so weit zur Scheibe gedreht, dass die Halsmuskulatur nicht verspannt wird. Ansonsten muss ich meinen Anschlag ändern, also meinen Anschlag öffnen. Im Bild sehen wir jetzt eine Gruppe bei einem Jedermann-Lehrgang hier im Bundesleistungszentrum. Wir sehen den Schützen am Auflagebock. Gerade natürliche Körperhaltung, Füße etwa schulterbreit, Fußstellung wäre parallel, Arm gerade und der Auflagebock in der Höhe muss so eingestellt werden, dass ich, wenn ich von oben meine Waffe auf die Auflage auflege, ohne Korrektur im Handgelenk gestrichen kommen habe. Ich muss hier meinen Nullpunkt kontrollieren. Wenn das nicht passt, muss die Auflage in der Höhe entsprechend verstellt werden. Der Nullpunkt ist also der Punkt, auf den die Visierung zeigt, wenn ein optimaler äußerer und innerer Anschlag aufgebaut ist. Die Auflage muss so eingestellt sein, dass beim Aufsitzen der Waffe auf der Auflage das optimale Zielbild ohne Korrektur im Handgelenk erreicht wird. Die Auflage einzurichten ist also eine der schwierigsten Maßnahmen bei dem Auflageschießen. Wir können Schützen beobachten, die mit dem Maßstab sehr genau ihre Auflagenhöhe einstellen und dann auch bei einem Fremdenstand so einstellen und dann so ihren Wettkampf bestreiten.
Diese Vorgehensweise ist nicht richtig zielführend, da verschiedene Faktoren nicht berücksichtigt werden. Man muss wissen, dass die theoretische Zielhöhe, 1 Meter vom Schützenstand aus betrachtet, 1,40 Meter ist, allerdings mit einer Toleranz von plus minus 5 cm. Auch ist es entscheidend, zu welcher Tageszeit ich schieße. Mit der Tageszeit verändert sich im Laufe des Tages meine Körpergröße. Vom Morgen, vom Aufstehen bis zu abends kann sich meine Wirbelsäule um 2 cm verkürzen. Das trifft also auch auf den sitzend schießenden Schützen zu. Ich kann das Einstellen mit dem Zollstock nur als Grobeinstellung betrachten und muss anschließend auf jeden Fall meinen Auflagepunkt sauber ermitteln und nochmal gegebenenfalls korrigieren. Okay. Der Aufbau des Anschlages sollte so passieren. Vielleicht gehe ich da mal ganz kurz an den Auflagebock. Wir haben hier einen hingestellt. Wir haben hier also einen Auflagebock. Ich stelle mich ganz natürlich vor meinen Auflagebock. Aufgrund des Alters ist es im Normalfall, also im Regelfall so, dass ich meinen Anschlag leicht öffnen muss. Ihr könnt jetzt meine Füße nicht sehen, aber sie sind jetzt schulterbreit gestellt, Fußstellung parallel. Und jetzt kann ich mal ganz grob ohne Waffe die Position zum Ziel einnehmen. Ich stehe also ganz normal, ganz gerade. Und jetzt, was ich vom Freihandanschlag auch kenne, Anheben der Waffe. Es wird nur die Waffe angehoben, ich gehe deutlich über meinen Auflagebock und jetzt komme ich nach unten, führe meine Waffe gerade nach unten, setze meine Waffe auf. Und jetzt muss ohne Korrektur im Handgelenk, hier ohne Korrektur, meine Visierung gestrichen, mit gestrichen Korn stehen. Und nur dann habe ich einen spannungsfreien Stand. Ohne Waffe kann ich es mal ganz grob einrichten. Ja, das sind so Erfahrungswerte, die man hat, die man im Laufe der Zeit sammelt. Mit der Pistole ist es auch, kommt dann die Feinjustierung. Ich richte meine Aufmerksamkeit nach innen auf die Spannungsverhältnisse der Muskulatur. Und wenn alles stimmt, kann ich beginnen. Und falls nicht, auf jeden Fall die Auflagenhöhe korrigieren. Dran denken, sobald ich Spannungen aufbaue, etwas auszugleichen, wird sich diese Spannung mit Lösung des Schusses auflösen und es führt dann zu unerklärlichen Abweichungen. Die Feststellung des Nullpunktes, wie kann ich den Nullpunkt kontrollieren? Wenn ich meine Waffe aufgelegt habe und ein optimales Zielbild anvisiere, wird bei unveränderter Körper- und Kopfhaltung der Blick etwas abgesenkt. Sobald ich keinen Blick mehr auf der Visierung habe, wird sich sofort meine Körperspannung in der Form sichtbar machen, dass sie die Ruhestellung sucht. 1-2 Sekunden reichen da eigentlich schon aus, besser ein bisschen 2-3 Sekunden. Und dann nehme ich meinen Blick wieder auf die Visierung. Wenn sich nichts verändert hat, wenn alles passt, kann ich im Grunde mit meinem Wettkampf beginnen.
Nullpunktkontrolle trocken. Bei Luftdruckwaffen haben wir die Möglichkeit, mit einem Trockenschuss alles zu kontrollieren, wie beim scharfen Schuss auch. Zunächst mal Blick auf meine Visierung. Wenn ich von oben auf meinen Bock komme, in der Abwärtsbewegung meiner Waffe, beim Absenken der Waffe, geht mein Blick zunächst mal auf den Handrücken. Ich konzentriere mich auf den optimalen inneren Anschlag. Senke meinen Blick kurz ab. Schaue wieder auf die Visierung. Wenn alles auf die Scheibenmitte zeigt, ist es perfekt. Danach kann ich das Ganze mit scharfen Schüssen in der Probeserie kontrollieren und immer darauf achten, dass die Körperspannung erhalten bleibt. Beim Zielen, ganz kurz ein Exkurs noch, was viele nicht wissen. Unser Problem bei Auflageschützen, die stehen auf der Auflage, sind von der Halterarbeit befreit und glauben, dass sie dann eben durch langes Zielen eine Verbesserung von ihren Schüssen erreichen. Das Problem ist, dass unser Gehirn Informationen maximal 3 bis 5 Sekunden aufnehmen und verarbeiten kann. Und danach geht unser Gehirn in eine Art Standby-Modus. Das heißt, wenn ich zu lange ziele, länger ziele als diese 3 bis 5 Sekunden, was eine individuelle Größe ist, die nicht trainiert werden kann, die hat man ganz einfach, macht mein Gehirn eine Standby-Aufnahme vom letzten Sinneseindruck und gaukelt mir dann etwas vor, was mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Nur so viel zum Thema langes Zielen. Mit der Anschlagskontrolle wird der innere und der äußere Anschlag in Bezug zur Scheibe kontrolliert. Wir wissen alle oder sollten wissen, dass ein optimales Zielbild die Voraussetzung für das Auslösen des Schusses ist. Das ist immer ein bewusster Vorgang, den ich nicht in das Unterbewusstsein verlagern kann. Wir bleiben mit unserer Visierung unter dem Spiegel. Der theoretische Haltepunkt ist die Zahl 5. Das bedingt den Abstand. Abstand C und diesen Abstand C übertrage ich in meiner Visierung auf die Lichthöfe rechts und links. Sollte alles gleich sein, daraus ergibt sich dann die Formel A, Abstand A ist gleich dem Abstand B, klar, Korns soll in der Mitte stehen und entspricht dem Abstand C. Und wenn ich dieses optimale Zielbild habe, erfolgt die Schussauslösung. Leider, das rechte Bild rechts unten, ja, da sieht man, dass die Realität leider nicht so deutlich ist, wie das gewünscht wäre. Ja, wir sind zeitgenau, Punktlandung. Kommen wir zur materialen Ausrüstung. Eines der wichtigsten Bestandteile, die wir in unserer Ausrüstung benötigen, ist die Sportordnung. Die Sportordnung sollte zumindest jeder Schütze, der etwas erreichen möchte, kennen. Es sind für ihn wichtig die allgemeingültigen Regeln, für die für alle Disziplinen gelten. Und in unserem speziellen Fall sollte man die Regeln für das Auflageschießen kennen. Und dann kommt noch dazu für die Auflage sitzend, dass man Teil 10, das sind die Regeln für das Parasportschießen, beachtet,
weil dort findet man eine Tabelle für die zulässige Einstellung der Auflage, der Sitzhöhe des Schießhockers. Die aktuelle Sportordnung gibt es inzwischen nur noch als Softcoverbuch, kann man kaufen. Und auch da Regelwerk ist zu beachten, ja. Beispielsweise beim Sitzhocker, dass die Polsterung, wie hier im linken Bild, eindeutig zu dick ist. Ja. Da gibt es klare Vorgaben. Die Knie dürfen nicht mit der Brüstung in Berührung kommen. Die Waffe muss auch mit der angebrachten Griffauflage in den entsprechenden Prüfkasten passen. Und das sollte man nach Möglichkeit nicht erst, wenn ich zur deutschen Meisterschaft komme, kontrollieren, sondern schon zu Hause im häuslichen Umfeld, wo ich ganz entspannt die Sache mal prüfen kann. Auflageständer ist inzwischen die Regel, dass die Vereine entsprechend Auflageständer zur Verfügung stellen, bei den Meisterschaften sowieso. Wenn der Veranstalter Auflageständer anbietet, müssen diese auch verwendet werden. Auch hier das Regelwerk. Ein Auflageständer, wie wir jetzt rechts im Bild sehen, ist nicht erlaubt. Die Vorgabe ist, dass wir nur Material aus Rund, also Auflagen nur aus Rundmaterial verwenden dürfen mit maximal 50 mm Durchmesser oder Halbrundmaterial mit einem Radius von 25 mm. Die Länge muss dann mindestens 100 mm betragen. Die Auflagen dürfen mit einem glatten, nicht haftenden Material bzw. Flüssigkeit verkleidet behandelt werden. Also das gilt für den Auflagebock und auch für die Auflage an der Waffe. Hier sehen wir ein Bild vom Bundesleistungszentrum, Auflageständer, die sehr mobil sind. Die kann man in allen Varianten aufstellen. In der Form ist es sehr ungünstig für die Schützen, wenn ich sie vor meinem Schusstisch nehme. Ja. Besser wäre deswegen seitlich stellen oder hinten dran, weil ich sonst zu weit den großen Abstand von dem Auflagetisch zum Auflagebock habe und so nicht mehr spannungsfrei nachladen kann. Die Griffauflage, die Griffböden an den Pistolen sind im Normalfall nicht geeignet für das Auflageschießen. Links im Bild sehen wir den mit der verstellbaren Griffauflage. Da habe ich eine sehr schmale Fläche und dann stimmt auch der Griffwinkel zur Auflage nicht. Die Hersteller bieten zu ihren Modellen geeignete Auflageplatten an. Es gibt auch Ring, der macht Maßgriffe, gibt es entsprechende Auflagen. Wichtig bei den ganzen Auflagen ist, dass das Ziel, dass die Auflagefläche von der parallel zur Laufachse ist. Im linken unteren Bild hatten wir eine Auflage gesehen, die in der Form äußerst ungeschickt ist. Sehr viele bewegliche Teile, die ich da einstellen kann. Und negativ finde ich, dass die Auflage an der Kartusche befestigt wird. Bei jeder Füllung der Kartusche muss ich meine Auflage demontieren und dann wieder anbringen. Hier sehen wir verschiedene Modelle. Links ist ein Eigenbau, ja, ein Keil, der die Waagrechte erfüllt. Rechts oben ist die Auflage von Steyr an einer Pardini-Sportpistole angebracht und unten ein Modell Eigenbau, Investition von 1 €. Ja, auch das funktioniert und ist vollkommen ausreichend.
der Auflagehocker, der Schießstuhl, darf also ab 66 Jahren verwendet werden. Den Hocker muss der Schütze selbst mitbringen, wird also nicht zur Verfügung gestellt. Es dürfen nur Hocker eingesetzt werden, die keine Lehne haben. Er sollte einen guten Stand haben und nicht wackeln, eigentlich selbstverständlich. Gut sind dann solche Hocker mit drei Beinen, weil die sämtliche Unebenheit im Boden im Grunde überspielen. Es darf kein Steh- oder Stehstuhl sein. Die Sitzfläche muss waagrecht zum Schützenstand sein. Die ersten Sitzhocker in der Richtung waren kippbar, die waren variabel. Die Fußflächen müssen den Boden berühren. Die Sitzhöhe ist individuell anzupassen, als Einhaken oder Anstehen eines der beiden Füße am Hocker oder an der Schießbahnabgrenzung, an der Brüstung, ist nicht gestattet. Die Vorgaben für die Höhe des Sitzhockers finden wir in der Tabelle 10, Regeln für das Parasportschießen. Dort ist ganz klar geregelt, wie der Hocker in welcher Höhe eingestellt werden kann. Wer es nicht weiß, entscheidend ist die individuelle Kniehöhe. Die wird gemessen und aufgrund der Kniehöhe ergibt sich dann ein Maß im zulässigen Rahmen. Sinnvoll ist es, möglichst den Rahmen auszureizen in der Höhe, dass man wieder schützt, wie man dann dem Schützen da sieht, eine erhöhte Sitzposition gegen die Kniehöhe hat. Dadurch wird er im Rücken, im Becken stabiler. Eine der Voraussetzungen für eine Optimierung im Leistungssport oder im Schießsport ist natürlich ein gutes Sehen. Unser Auge ist nicht in der Lage, Objekte in unterschiedlicher Entfernung, also Ziel, Korn und Kimme, gleichzeitig scharf zu sehen. Und ein Schütze, der glaubt, er schafft das, er sieht alles scharf. Da ist das eine der Fehlerquellen schon. Wird er von seinem Gehirn getäuscht. Da springt sein Auge vor und zurück. Und bei der Schussauslösung selbst weiß er gar nicht, wo er genau steht. Wir müssen also ganz bewusst unsere Konzentration auf das Korn lenken, weil das Korn der größte Unruhepunkt, schwankende Mündung, ja, größte Unruhepunkt im ganzen System ist. Mein Ziel bewegt sich kaum, mein Kimme ist recht gut in der Hand eingebettet, recht stabil, lediglich die Mündung ist ständig in Bewegung und deshalb gilt Hauptsache Korn scharf. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Was unterscheidet nun eine Schießbrille von einer normalen Brille? Bei einer normalen Brille ist mein optischer Mittelpunkt nach vorne ausgerichtet. Bei einer Schießbrille, bei einem Stehendanschlag schaue ich jetzt bei einer Normalbrille am Brillenrand, am Glasrand nach vorne. Dadurch entstehen optische Verzerrungen, weil ich den optischen Mittelpunkt verlasse und das Ziel wird unscharf. Und dieses Problem verstärkt sich mit zunehmenden Dioptrien. Daraus ergeben sich die Vorteile einer Schießbrille. Ich kann meine Schießbrille, mein Glas auf dem Gestell der Schießbrille so verstellen, dass ich immer im rechten Winkel meine Visierung sehen kann. Eine weitere Möglichkeit, ein erfahrener Optiker, ein im Skisport erfahrener Optiker,
wird nach dem Prinzip der Arbeitsplatzbrille die Glasstärke so anpassen, dass es ohne muskuläre Anspannung des Auges möglich ist, mein Korn scharf zu sehen. Und es kann je nachdem zwischen 0,25 bis 0,75 Dioptrien betragen. So habe ich die Möglichkeit, ermüdungsfrei zu schießen. Ich habe eine weitere Möglichkeit, an meiner Schießbrille eine Abdeckblende anzubringen. Angeboten werden verschiedene Formen von Abdeckblenden. Früher war der Regelfall schwarz, alternativ weiß. Ideal wäre allerdings eine transparente Blende. Wenn ich in eine schwarze Fläche schaue mit meinem nicht zielenden Auge, hat es zur Folge, da unsere Augen parallel zusammenarbeiten, dass meine Iris sich öffnet und dadurch wird mein zielendes Auge sich ebenfalls öffnen und die Folge ist Unschärfe. Wenn ich glaube, auf eine Abdeckblende verzichten zu können und mein Auge zukneife, ist es auch hier eine Verspannung, Verkrampfung der Gesichtsmuskulatur. Diese Anspannung in der Gesichtsmuskulatur wird innerhalb kürzester Zeit zu einem Zucken im Gesicht führen, was sich bis hin zum Abzugsfinger fortsetzt. Noch schlimmer bei der Geschichte, durch einseitiges Schauen wird mein Gleichgewichtsorgan beeinträchtigt. Aus diesem Grund schießen wir auch mit beiden Augen offen. Nach der Sportordnung darf eine Abdeckscheibe maximal eine Breite von 30 mm haben. Ja, das war es dann soweit. Ich habe die Möglichkeit, an der Schießbrille eine Irisblende anzubringen. Wichtig dabei, dass die Irisblende auf der Innenseite des Glases, also Richtung Auge, angebracht wird, um so Reflexe auf dem Glas zu verhindern. Mit der Irisblende kann ich durch Schließen der Öffnung die Schärfentiefe verändern. Das funktioniert nach dem Prinzip Fotoapparat. Hier kann ich tatsächlich erreichen, dass sowohl Kimme, Korn und Ziel scharf ist. Besser ist es, die Einstellung so durchzuführen, dass ich zunächst mal meine Irisblende so weit zusehe, dass ich mein Ziel draußen scharf sehe und dann wieder ganz leicht so öffne, bis eine gewisse Unschärfe entsteht. Dadurch fällt es mir viel leichter, den Schuss auszulösen. Mit der Öffnung der Irisblende kann ich auch extreme Lichtveränderungen oder extrem ausgeleuchtete Scheiben abblenden, abdunkeln. Ja. Verschiedene Lieferanten, Hersteller von Schießbrillen liefern eine Justiervorrichtung mit. Das ist so ein kleiner Trichter, den kann ich aufstecken und so mein Glas korrekt einstellen, dass es sauber im rechten Winkel zur Sehachse steht. Im Bild sehen wir also eine optimal eingestellte Schießbrille. Also es ist nicht für den Wettkampf gedacht, sondern nur zum Einrichten des Glases. Und perfekt wäre es, wenn mein Ziel exakt in der Mitte steht, rund ist, ja, und die äußeren Durchlässe in dem Trichter ebenfalls kreisförmig und rund in Erscheinung treten.
Ich habe die Möglichkeit, an der Schießbrille Filter einzusetzen, Farbfilter. Alle Farbfilter haben das Ziel, den Kontrast der Zieleinrichtung vor der weißen Fläche zu verbessern. Seitenblenden sind eine Möglichkeit, die sind nach der Sportordnung zulässig. Sie schützen vor unerwünschten seitlichen Lichteinfall, dürfen eine Maximalhöhe von 40 mm haben, müssen aber so an der Brille angebracht werden, dass sie mit der Stirn begrenzt sind. Ein ganz wichtiges Utensil sollte man im Training und auch im Wettkampf ständig tragen, ist eine Schirmmütze oder ein Schild, das Lichteinfall von oben reduziert. Wir kennen alle den Effekt, wenn ich draußen im Freien etwas in der Ferne beobachten möchte, dass ich ganz instinktiv meine Handfläche über die Augen halte und dadurch verbessert sich meine Wahrnehmung. Also, wer darauf verzichtet, erschwert sich eigentlich das Leben selbst, weil der Zielvorgang durch viel Streulicht und durch Seitenlicht sehr stark beeinträchtigt werden kann. Das Auge ermüdet dadurch sehr viel schneller und für eine Wettkampfdauer ist es negativ. Schießschuhe spielen lediglich für den Stehenschützen eine Rolle. Ja, sie verbessern den Stand. Ja, die sind so stabil ausgeführt in der Sohle, dass sie also einen guten Stand habe, einen stabilen Stand. Man muss wissen, dass der große Zeh der Drucksensor für mein Gleichgewichtsorgan ist. Aus diesem Grunde sind normale Streetwalker, wie wir sie da links oben im Bild sehen, wo die Zehen in der Luft hängen, wenig sinnvoll. Man sollte auch keine Schuhe verwenden mit extremen Moosgummieinlagen, wo ich dann wie eine Birke im Wind schwanke. Ideal sind solche Skischuhe, weil sie einen sehr satten Stand ermöglichen, ein sehr gutes Standgefühl haben. Es fällt mir deutlich leichter, die Balance zu halten. Und wenn ich jetzt wie hier beim Schießschuh der Firma Sauer, da habe ich einen Keil in meinem Schuh, der meine Ferse leicht anhebt, dadurch kippt mein Becken. Und das stabilisiert den Körper total. Schießschuhe oder Schuhe überhaupt für Pistolenschützen müssen geschlossen sein, dürfen aber nur bis zum Fußknöchel reichen. Sinnvoll ist es, im Training und im Wettkampf immer die gleichen Schuhe zu tragen. Gehörschutz spielt für den Druckluftschützen weniger eine Rolle, jetzt in Bezug auf die Lärmentwicklung des Einzelschusses. Trotzdem ist es ratsam, Gehörschutz zu tragen, da dieser Impulslärm auf Dauer für unser Gehör schädigend ist. Ein weiterer Vorteil von dem Gehörschutz ist, dass ich mich leichter auf das Geschehen, Schießen einlassen kann. Ich bin etwas von der Umwelt abgeschirmt und werde deutlich weniger beeinträchtigt. Eine falsche Kleidung kann durchaus Ursache sein, dass die erhoffte Schießleistung nicht erbracht wird. Ich bin ein Freund von Jeanshemden und das wurde mir also bei einer Landesmeisterschaft schon mal zu einem Verhängnis. Bei 35 Grad im Schatten, schweißgebadet auf dem Stand, klebte das
Hemd an meinen Körper und es war mir kaum möglich, den Arm hochzuführen, ohne immer wieder mal mein Hemd zu richten. Bequem sollte eine Kleidung sein, es sollte möglich sein, den Schießarm ohne Beeinträchtigung anzuheben. Bei Scharfen, vor allem bei den Sportpistolen, bei den halbautomatischen Waffen, ist eine geschlossene Kleidung sinnvoll, da eventuell in den Ausschnitt fallende Patronenhülsen zu Hautverbrennungen führen können. Bei der Kleidung sollte man darauf achten oder sollte man im Vorfeld schauen, dass ich mich auch auf Temperaturschwankungen einstellen kann. Selbst im Sommer kann es durchaus sinnvoll sein, Leggings im Gepäck zu haben. Wer in München bei den deutschen Meisterschaften schon angetreten ist, die sind ja bekanntermaßen alle im August, da kann es durchaus mal passieren, dass ich morgens um 8 Temperaturen von unter 10 Grad habe. Und wer da mit leichten Sommerkleidungen antritt, ist da von vornherein schon im Nachteil. Also die Wettkampfzeit, der Wettkampfstartzeit auf jeden Fall beachten und lieber etwas zu warm an den Stand gehen und dann nach dem Prinzip der Zwiebel, wenn es zu warm wird, das entsprechende kleine Stück ablegen. Ein Utensil, das aus meiner Sicht nicht fehlen sollte, ist ein Kornschwärzer, ein Rußfeuerzeug. Früher hat man die Kerze auf dem Stand gehabt, das ist heute inzwischen nicht mehr angesagt, da offenes Feuer auf dem Stand verboten ist. Also der Rußschwärzer sorgt dafür, dass meine Visiereinrichtung, mein Kimmer und mein Korn tief schwarz und reflexionsfrei ist. Ja, Leistungssteigerung durch Wasser trinken. Wir alle kennen dieses Phänomen, sobald ich in eine Prüfung komme, Prüfungsstress habe und ein Wettkampf ist nichts anderes wie ein Prüfungsstress, habe ich plötzlich ein Durstgefühl, habe einen trockenen Hals. Kann auch verursacht werden durch trockene Hallenluft, durch hohe Außentemperaturen. Und da ist es sinnvoll, ein Getränk parat zu haben, so wie hier, ein Wasser. Ja. Da schon leichte Wasserdefizite zu erheblichen Einbrüchen für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit haben können. Und man sollte immer geeignete Getränke dabei haben. Geeignete Getränke wären pures Wasser, also stilles Mineralwasser, Saftschorle mit wenig Saft und viel Wasser. Aus meiner Sicht keine Kohlensäure. Da Kohlensäure beschrübst Wasser und das ist dann letzten Endes störend im Wohlbefinden. Ungesüßte Früchte und Kräutertee sind noch eine Möglichkeit. Ja, ein Thema, das ich sehr gerne anspreche, ist das Thema der richtigen Munition. Wir haben bei Druckluft verschiedene Möglichkeiten, in verschiedenen Preisklassen uns zu bewegen. Und diese Kugeln sind richtige Meisterwerke. Ein Indiz für gute Munition ist leider immer wieder mal der Preis. Hier habe ich eine Tabelle von RWS, die haben ein Anwendungsberater, ja, und das sind dann Präzisionsbeispiele, die hier angegeben werden. Die teuerste Munition, da wird erwartet, dass die Munition ein Schussbild jetzt bei der R10 von 6 mm hält und mit in den verschiedenen Klassen vergrößert sich der Kreis immer mehr.
Munitionstests sind eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass ich eine passende Munition zu meiner Waffe habe. Es ist nicht so, dass jede Kugel passend zu meinem Lauf ist. Hier sehen wir ein Schussbild oder zwei Schussbilder, die auf dem Testschießstand geschossen wurden. Das sind 10 Schuss. Links, wo es Eigen dabei steht, ja, ist die Größe von Diabolo nebendran gestellt. Immerhin ein recht ordentlicher Streukreis, ja, kann man sagen. Und beim Test konnte ich dann eine Kugel finden, wo nach 10 Schuss das Diabolo nicht mehr durchs Loch gefallen ist. Die Papierphasen sind so weit zurückgegangen, dass die Kugel nicht durch das Loch gefallen ist. Das war auf dem Test, dann so wird die Waffe eingespannt und dann werden 10 Schuss ausgeführt. Eine Sache, die häufig vernachlässigt wird, ist der Pistolengriff, der Griff der Waffe als solches. Es gibt immer noch den Grundsatz, die Waffe schießt, der Griff trifft. Und der Pistolengriff sollte das perfekte Gegenstück zu meiner Hand sein. Der Pistolengriff muss zur Handelsschützen passen, darf nicht zu groß oder zu klein sein. Er darf keine Druckstellen auf der Hand verursachen. Alles, was von der Industrie angeboten wird, sind eher Näherungen. Es wird, wenn man Ernsthaftes betreibt, sollte man auf jeden Fall eine Anpassung durchführen. Ja. Damit sind wir eigentlich am Ende von unserem Thema. Ein kleiner Hinweis, ja. Im DSB, im Bundesleistungszentrum, werden diese sogenannten Jedermann-Lehrgänge angeboten. Und das ist nur ein Beispiel, wie so etwas aussehen könnte. Themen sind dann Technik und Taktik des Schießens in Theorie und Praxis. Da kann man alles, was man theoretisch gesehen ausprobieren. Individuelle Fehleranalyse erfolgt, Anschlagskontrolle und Optimierung des Anschlages ist ein Thema. Durchführung verschiedener Trainingsmethoden, ein systematischer Trainingsaufbau wird gezeigt. Wettkampfnahes Training und das kennen dann diverse Entspannungstechniken. Das gilt für Luftpistoleauflage oder KK-Pistoleauflage. Da der Erfolg im Kopf beginnt, hat man inzwischen auch Auflagelehrgänge mit Schwerpunkt Mentaltraining. Da wird ganz einfach in das Mentaltraining eingeführt, wie man mentale Stärken aufbaut, wie ich mit Soforthilfen im Wettkampf unangenehme Situationen bewältigen kann, wie ich mit unerwarteten Situationen umgehe, wie ich Handlungspläne erstelle, wie ich meine Erholung verbessern kann, Leistungsentwicklung beschleunigen und das Ziel gut sein, wenn es darauf ankommt. Das sind die in diesem Jahr noch verfügbaren Termine. Der nächste Lehrgang, der frei ist, ist der Luftpistolenauflage-Lehrgang mit Schwerpunkt Mentaltraining im Juni. Das sind 3 Tageslehrgänge. Da folgt ein KK-Sportpistole-Auflage-Lehrgang, dann nochmals mit Schwerpunkt Mentaltraining im August, Ende August. Und dann nochmal 2 Lehrgänge Auflage im Oktober und im Dezember. Bei diesen Lehrgängen haben wir viele Wiederholungstäter. Also es ist so, dass sich mit jedem Lehrgang neue Gesichtspunkte ergeben, auf die zu achten habe. Jeder Schütze wird dort abgeholt, wo er sich gerade befindet. Für mich interessant ist immer die Zusammensetzung. Da hat man Teilnehmer,
vom absoluten Anfänger, der gerade mit dem Schießen beginnt, der steht neben einem Schützen, der mit der Erwartung kommt, er möchte dann in Hannover auf dem Treppchen stehen. Ja, dann danke ich mich für eure Aufmerksamkeit und jetzt haben wir dann Gelegenheit zum Frage- und Antwortspiel. Ja, genau. Dann sage ich auch schon herzlichen Dank auf jeden Fall für den Vortrag und dann tauchen wir doch ein in die Fragen, die gekommen sind. Es haben uns auch einige erreicht und wir fangen einfach mal oben an. Und zwar war die erste Frage, die reingekommen ist: Wie bekomme ich meine Hochtriefproblematik mit der Luftpistole in den Griff? Gibt es da vielleicht hilfreiche Tipps von dir? Ja, das Hochtiefbild, das ist ein typisches Schussbild, das ich erziele, das ist ein Indiz dafür, dass ich meine Auflagenhöhe nicht korrekt eingestellt habe. Ich kann das nochmal demonstrieren. Wenn ich zum Einrichten meiner Auflagenhöhe, sollte ich unbedingt vom Freihandanschlag den bekannten Ablauf wählen. Ich gehe mit meiner waffenführenden Hand deutlich über das Ziel. Da spielt es keine Rolle, dass ich einen Bogen um meine Auflage machen muss. Ja, ich komme nicht gerade hoch, klar. Also ich finde meinen Ausgangspunkt von oben und jetzt setze ich meine Waffe auf meine Auflage. Und dann muss meine Waffe ohne Korrektur im Handgelenk so stehen, dass ich Kimo und Komm gestrichen habe. Und wenn ich dann nach der Nullpunktkontrolle, also Blick absenken und wieder auf die Visierung gehen, wenn ich dann immer noch auf meinem Zielbild stehe, auf meinem optimalen Zielbild stehe, dann habe ich die besten Voraussetzungen, einen sauberen Schuss anzubringen. Dazu gehört natürlich das Sehen und ein sauberes Abziehen, ein Nachzielen, ein Nachhalten. Ausprobieren. Man kann nur sagen, ausprobieren und gezielt daran arbeiten. Auf dem Sport, so dass man durch Ausprobieren weiterkommt und die nächsten Fortschritte erzielt. Ich denke, die Frage ist damit beantwortet. Sollte es dazu noch Rückfragen geben, werden Sie uns mit Sicherheit erreichen. Gehen wir doch weiter zu einer nächsten Frage. Und zwar kam hier die Anmerkung, dass es oft empfohlen wird, also vielfach wird eine Frontalstellung zur Scheibe empfohlen. Du hast das ja eben auch kurz ausgeführt. Was ist da deine Einschätzung zu? Was empfiehlst du? Hatte ich ja in meinem Vortrag schon mit eingebaut. Wenn ich jetzt frontal stehe, verkürze ich meine Visierlinie um 10 cm. Gegenüber dem steilen Anschlag. Das ist Punkt 1. Der größte Nachteil von der ganzen Geschichte ist, dass ich im Spannungsverhältnis von Brustmuskulatur und Schultermuskulatur eine extreme Disbalance habe. Bei einem offenen Anschlag habe ich enormen Zug von meiner Schultermuskulatur. Und mit dem Auslösen, der Schuss, sobald ich den Schuss auslöse, wird es eine Entspannung in der Muskulatur bedeuten. Und diese Entspannung setzt sich schlagartig durch. Und da es immer ein gedanklicher und bewusster Vorgang ist, das Auslösen und die Gedanken der Tat vorangehen, wird sich die entsprechende Muskulatur sofort darauf einstellen und entsprechende Reaktionen auslösen. Und diese Reaktionen sind leider nicht so, dass ich eben auf meinem Punkt bleibe. Gerade eben in der Ausführung hattest du kurz den Begriff Gestrichenkorn erwähnt und hier kam nochmal die Rückfrage eines Gewehrschützen. Könntest du vielleicht kurz erläutern, was das bedeutet, Gestrichenkorn? Nochmal. Hier kam die Rückfrage, was heißt gestrichen Korn? Und zwar von einem Gewehrschützen. Es war nicht bekannt, was das heißt. Wir Pistoleros haben eine offene Visierung. Das ist also die Kimme ist hinten an der Waffe ein Ausschnitt. Haben wir ein Bild nochmal vom optimalen Zielbild. Ja. Und der Gewehrschütze hat einen Diopter, also ein Loch durchschaut,
Loch, Loch, Loch. Oder ein Zielfernrohr. Das ist der gravierende Unterschied. Wobei für die Freihanddisziplin Pistole es nicht möglich ist, ein Zielfernrohr oder ein Diopter zu verwenden. Das würde er nie zustande bringen, da durchzuschauen, zu zielen. Frage beantwortet? Einschätzen kann ich auf die Frage ja nicht gestellt. Ja. du hattest eben in deinem Vortrag auch die Sportordnung erwähnt. Und hier kam die Rückfrage, ob die Sportordnung für das Jahr 2024, also inwiefern du das auch beantworten kannst, wesentlich geändert wurde gegenüber der Version von 23. Hast du da Einblicke? Oder? Ja, die Sportordnung ist leider ständig im Wandel begriffen. Die Sportordnung wird ja alle 4 Jahre im olympischen Zyklus neu geschrieben, neu verfasst. Und kaum ist sie veröffentlicht, kommen neue technische Vorschriften von der Technischen Kommission, die dann wieder einzelne Sachen regeln, weil von den Herstellern auch Wünsche kommen. Ich hätte gerne Zulassung für das Teil, für das Teil, für das. Ja. Also Sportordnung ist leider in einem ständigen Wandel. Früher hat man ein kleines Heftchen gehabt, ja, das war eine kleine Bedienungsanleitung. Heute hat man ein richtiges Kompendium. Auch erwähnt, oder hier kam nochmal die Rückfrage, geht vielleicht auch in die Richtung der Regularien. Und zwar wird der Prüfkasten für die Sportpistole dem Auflagenschießen angepasst. Weil hier gab es die Problematik, dass bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover musste die Auflage, obwohl sie nur sehr gering war, so 8 mm, demontiert werden, da sie nicht in den Prüfkasten passte. Ist da vielleicht in Zukunft eine Änderung in Aussicht, ob das geändert wird? Nein, 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 nein. Der Prüfkasten ist die Vorgabe. Die Waffe darf eine bestimmte Länge, eine bestimmte Höhe und eine bestimmte Dicke nicht überschreiten. Die Auflage, da, also das sind da 5 cm in der Höhe, und diese 5 cm für die Auflagenbreite gelten zum Beispiel auch für die freie Pistole. Ja, ist mir selbst passiert bei der Landesmeisterschaft, wo ich darauf aufmerksam gemacht wurde, meine Auflage. Ich habe so ein selbstgebasteltes Brett drunter gemacht. Das war 5,5 cm. Habe dem keine weitere Beachtung geschenkt, weil es heißt ja freie Pistole. Ja? Aber nein, auch für die freie Pistole gibt es die Auflage, dass die Auflagenbreite nicht mehr als 5 cm sein darf. Und bei den übrigen Waffen, bei den Luftpistolen, bei der Sportpistole ist es so, dass mit der angebrachten Auflage die Waffe in den Prüfkasten passen muss. Dann eine nächste Frage, die sich zum Thema Hockerschützen dreht. Das wurde ja auch angesprochen. Und zwar, wenn ich als Hockerschütze unterwegs bin, darf ich dann die Hand auf dem Bein abstützen? Abstützen? Nein. Ich darf die Hand auflegen. Ja, und das ist ein bisschen das Gespür von der Aufsicht, ja, inwieweit das Auflegen als Abstützen gewertet wird. Also wenn einer mit einem locker seine Hand auflegt, ist es kein Abstützen. Ja? Und wenn ich so richtig die Spannung aufbaue, dann sieht man das, und das führt dann zur Reklamation seitens der Aufsicht. Ja, es ist etwas diffizil. Also, es ist eine Stabilisierung, ähnlich wie beim Gewehrschützen. Der Gewehrschütze darf ja seine Hand auf die Waffe auflegen, ja, und erreicht dadurch ein sehr stabiles Dreieck. Wir Pistolierer sind hier etwas im Nachteil. Bei uns ist wirklich alles frei. Genau, im Vortrag hast du auch angesprochen zum Thema Optiker und Augenarzt, und hier kam die Rückfrage, ob es vielleicht irgendwo ja ein Portal gibt oder ähnliches, wie man denn einen schießsporterfahrenen Augenarzt oder Optiker findet. Gibt es da vielleicht Quellen, denen man sich dazu bedienen kann? Also einer, der sehr viel Reklame macht, ist Müller-Manching. Ja, der ist
da muss man hinfahren, der hat auch einen eigenen Schießstand in seinem Laden. Dann in Norddeutschland, da haben wir den Klingler, der sehr gut bewandert ist. Wir haben Champion, dann Brillenknobloch in Karlsruhe, das war der Erfinder der Schießbrille. Den kann man zum Beispiel anrufen, wenn ich jetzt nicht in der Nähe von Karlsruhe wohne. Der führt regelmäßig Seminare für Augenoptiker durch, dass man nachfragt, ich wohne da und da, habt ihr einen Optiker in der Nähe? Also es sollte schon ein Optiker sein, der die spezifischen Bedürfnisse schützend beurteilen kann, ja, der die Anpassung entsprechend durchführen kann. Und Ziel ist es, die Dioptrien eben so festzulegen, so zu bestimmen, dass mein Korn scharf ist, ja, ohne muskuläre Arbeit. Verlassen wir das Thema Augen noch nicht ganz. Und zwar gab es noch eine weitere Rückfrage. Soll die Irisblende zwischen Brille und Auge angebracht werden oder außen an der Brille? Die Irisblende wird grundsätzlich innen angebracht, also Richtung Auge, weil das einmal also lässt sich dadurch besser einstellen, aber ich verhindere Reflexe auf dem Brillenglas. Ah, genau. Hier, es wurden ja eben die Schießschuhe erwähnt und dass das sehr hilfreich sein kann. Dann gab es hier die Rückfrage dazu, und zwar, dass die laut Sportordnung, es sei doch Spezialkleidung verboten und fallen da die Schießschuhe nicht auch rund darunter oder sind die erlaubt? Schießschuhe haben eine entsprechende Freigabe, sind erlaubt. Ja. Es gibt auch diese, die Gewichtheber haben so ganz leichte Schuhe, die auch speziell darauf ausgelegt sind, einen sehr sicheren Stand zu haben. Ja, also das wäre auch eine preiswertere Variante, um jetzt einen Schuh zu haben, der mir einen stabilen, einen sicheren Stand erlaubt. Die kenne ich sogar. Die sind auch wirklich preiswert und die funktionieren sehr gut. Ja. Dann gab es noch eine Frage zur Atemtechnik. Da hattest du ja noch nichts zu gesagt. Gibt es davon die Empfehlungen? Wie sollte diese sein? Im Prinzip wenden wir die Doppelatmung an, theoretisch. Ja. Der Auflageschützen kann sich insofern etwas davon frei machen, dass er seine Waffe auflegt. Ja. Dann hat er im Grunde alle Zeit der Welt. Und kann dann seinen Vorgang, seinen Rhythmus, seinen Schießrhythmus dann davon abhängig machen, dass er jetzt seine Waffe auf Auflage aufgelegt hat, dann tief durchatmet, die Fokussierung durchführt und dann ausatmet, Atemstopp und Schussauslösung. Das, was man von Freihand her auch kennt, also immer dafür Sorge tragen, ausreichend Sauerstoff zu haben, aussprechend versorgt zu sein. Also nicht einmal einatmen und dann bis zum Ende Atemstillstand. Dann gab es noch, ja, dann sind wir vielleicht wieder bei dem Thema davor, beim Augenthema im weitesten Sinne. Und zwar, wie sollte die Blickführung denn sein? Gibt es dazu Empfehlungen von dir? Nochmal? Die Blickführung, wie sollte die Blickführung sein? Die Blickführung, ja. Also vom Freihandanschlag habe ich das so, dass ich beim Anheben der Waffe, ja, schaue ich zunächst mal ganz einfach nach vorne. Wenn ich meine Waffe absenke, geht mein Blick auf den Handrücken. Zweiter Atemzug, dann geht mein Blick von der Handrücken auf das Korn. Und das Korn wird so lange beobachtet, bis ich den Schuss ausgelöst habe und auch noch nachgezielt habe. Und erst in der Rückkehrphase löst sich mein Blick von der Visiereinrichtung, von meinem Korn. Beim Auflageschießen ist es etwas einfacher. Ja, sobald ich mich eingerichtet habe und immer meinen Auflagepunkt habe, den ich ja irgendwie mir markiere oder im Gedächtnis festhalte. Wenn ich die Auflagen nehme, also ist es ja nicht erlaubt,
eine Erhebung dran zu bringen, Klebeband dran zu machen, sondern ich muss mich irgendwie anders behelfen. Ich sollte immer den gleichen Auflagepunkt finden, ja, sowohl an der Auflage an der Waffe wie am Auflagebock, dass immer alles stimmt, dass ich gleiche Spannungsverhältnisse habe. Und mein Blick geht dann auf das Korn, wenn ich mich für einen Schuss bereit mache. Dann, du hast gerade auch schon kurz den Auflagepunkt angeschnitten. Gab es hier die Rückfrage, wo sei denn der optimale Auflagepunkt? Weiter vorn oder doch eher weiter hinten? Aus meiner Sicht, wir haben ja die Vorgabe von der Sportordnung, die untere Fingerrille am Griff definiert den Ausgangspunkt. Von da aus darf man Auflage plus 4 cm nach vorne gehen. Ich finde es besser, wenn ich meine Waffe vorne auflege, weil ich dann einen Trägheitsmoment habe, ja, in der Auf- und Abwärtsbewegung. Also das Wippen wird dadurch reduziert. Wenn ich nach hinten gehe, also genau drunter, ja, dann habe ich im Grunde genommen eine relativ labile Lage, die eben den Hochtiefschuss begünstigt. Dann gab es hier noch die Rückfrage zum Handgelenk. Und zwar, soll das Handgelenk übermäßig steif sein oder doch eher entspannt? Also, das Handgelenk soll in einer natürlichen Position sein. Wie kann ich das richtig demonstrieren? Hier, ja, so sieht man das in der Kamera. Ja. Vom Freihandanschlag verwende ich üblicherweise den hängenden Anschlag. Auch bei der freien Pistole hängend. Ja. Das Hängen hat den Vorteil, dass ich entspannter, also ohne dieses Mucken, ja, sauberer abziehen kann. Beim Auflageschießen muss ich meine Waffe in einer ruhigen Position halten. Die soll nicht kippen. Und da muss ich fester fassen. Und fester fassen kann ich nur, wenn mein Handgelenk im Winkel zu meinem Arm steht. Ja? Kräftig fassen kann ich nur in der Form. Hängend, kräftig zu fassen, kann man selber ausprobieren, geht eigentlich nicht. Habe ich Verspannung, sofort Verspannung. Also insofern sollte der Anschlag, die Griffhaltung steiler sein. Dann haben wir eine Rückfrage zu den Materialien für die Auflageplatte. Welche Materialien für die Auflageplatte haben den höchsten Reibungswert? Also was gibt es da vielleicht auch an Holzarten zu empfehlen oder was sind generell die Empfehlungen für die Auflageplatte? Das lässt sich so nicht beantworten. Also es heißt Rundmaterial, nicht haftend. Ja? Wenn ich jetzt bei einer Waffenkontrolle bin, die nehmen die Waffe in die Hand, schieben die auf den Tisch, ob hier Hemmungen, also Rutschhemmungen da sind. Ja? Wenn ich es hier sehe, hier beim Deutschen Schützenbund im Bundesleistungszentrum haben wir Stahlrohr. Ja? In Hannover bei den Deutschen Meisterschaften haben wir ein Halbrundmaterial, Hartholz. Hartholz mehrfach mit Bootslack lackiert, affenglatt. Also da gibt es keine Möglichkeit. Man muss sich mit allen Materialien, die einem angeboten werden, auseinandersetzen, mit denen muss man zu Rande kommen. Man muss ganz einfach einen spannungsfreien Stand finden, und wenn ich spannungsfrei stehe, spielt es keine Rolle, ob ich ein glattes Material habe, ja, ob ich Haften habe. Mir selbst ist es bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover passiert, Sportpistole, dass ich einen Auflagetisch hatte mit angebrachter Auflage und der Tisch hat gewackelt. Habe ich mich an der Aufsicht gewandt, ob sie Papier, einen Karton haben, dass ich was unterlegen kann. Man muss halt den Tisch ein bisschen verschieben, irgendwann steht es. Ja. War nicht gerade sehr förderlich, ich habe mit einer wackelnden Auflage geschossen. Es funktioniert. Ja. Es sind nicht immer optimale Bedingungen, man muss es ausblenden. Solche Störungen muss ich ganz einfach ausblenden können. Und sobald ich
ohne Anspannung, ohne Verspannung meines Körpers meine Waffe auflege, spielt es auch keine Rolle. Und zwar gab es hier, eine Rückfrage zum Anfang des Webinars. Und zwar am Anfang des Webinars war die Rede über Technik, Leitbild, Pistole, Auflage. Wo genau ist das zu finden? Gibt es da eine Quelle? Ja, das Technik-Leitbild Auflage ist einmal in der Ausbildermappe Trainer zu finden. Ja. Und das bekommen die Teilnehmer bei diesen Jedermann-Lehrgängen dann auch als Skript ausgehändigt. Also wenn man zum Lehrgang kommt, dann erreicht es Ja, einen auf jeden Fall. dann hat man es auf jeden Fall, ja. Um hier nochmal die Werbung zu machen, das passt vielleicht auch ganz gut zu der nächsten Frage, weil da gab es die Rückfrage, kannst du was zu den Kosten von so einem Jedermann-Lehrgang sagen, der 3 Tage dauert? Also bei der Anmeldung, wenn man dort mal nachschaut in diesen Jedermann-Lehrgangsangeboten, ich meine, dass derzeit die Kosten für einen 3-Tages-Lehrgang sind 450 Euro, ja, meine ich. Ja. Ein Wochenlehrgang sind es 850 Euro. Das beinhaltet die Hotelunterbringung, das beinhaltet die Verpflegung. Ein vorzügliches Restaurant haben wir hier im Bundesleistungszentrum. Das ist eine echte Mastkur, morgens und abends, mittags und abends, warme Küche, Buffet. Ja, und dann haben wir unter dem gleichen Dach die Standanlagen, die Schießanlagen. Wir haben die Möglichkeit, Sauna zu besuchen. Also von daher sind alles kurze Wege und das ist sehr gutes, aus meiner Sicht ein sehr preiswertes Angebot. Also man lernt was, ist gut untergebracht und bekommt noch gutes Essen. Was will man mehr? Wobei das mit dem Saunabesuch ist ein bisschen relativ. Also wenn jetzt einer bei meinen Lehrgängen dabei ist, wir beginnen jetzt am 3-Tages-Lehrgang, am ersten Tag ist die Anreise, beginnen 17 Uhr mit Begrüßung und dann wird es nach einer Stunde, geht es zum Abendessen. Stunde später geht dann der Lehrgang weiter bis mindestens 22 Uhr. Am nächsten Tag ist ein ganzer Tag von 9 Uhr bis 22 Uhr und am dritten Tag von 9 Uhr bis 16 Uhr. So ist die übliche Zeitfolge. Und das ist ein sehr intensiver Kurs. Und, aber die Teilnehmer, die hier waren, sind immer hochzufrieden, von dann gezogen und sind froh, dass sie Trainingsimpulse mitbekommen, die ihnen ermöglichen, es dann auch umzusetzen. Unser Problem, das wir Schützen haben, es gibt draußen an der Front kaum Trainer. Es gibt, und dann im Bereich Auflageschießen sowieso nicht. Ja, ich bin da auf mich selbst gestellt. Ich schaue mir an, was macht der andere. Ja? Wenn ich jetzt ständig diese, zum Beispiel diese total offene Anschläge sehe, ja, dann übernehme ich das, der trifft ja auch was. Aber es geht unter Umständen auch leichter und man kommt schneller ans Ziel. Ja, wenn man dann auf so einem Lehrgang ist, den Austausch mit den anderen und neue Impulse kommt, das kann ja definitiv sehr helfen. Ja, es sind automatisch, das geht dann automatisch, dass man eben bei den Lehrgängern, bei den Lehrgangsteilnehmern Fehleranalysen betreibt. Das hilft sehr. Ich habe gerade hier den Hinweis bekommen, dass es 450 Euro sind. Also dann haben wir jetzt auch hier die gesicherte Aussage sozusagen. Dann gab es noch die Rückfrage, und das wurde ja auch erwähnt, bezüglich der Beine beim Sitzen. Dürfen beim Sitzen schießen die Beine unter der Theke sein? Ist das erlaubt? Die dürfen. Ich muss mit meinem Bein auf jeden Fall mal die Schützen, die Feuerlinie einhalten. Das ist die Markierung, die meistens so ein roter Strich oder so, ja, muss ich einhalten. Ich darf meine Beine auch unter die Sitzfläche stellen. Ich darf sie nur nicht mit den Füßen einhaken.
Also dadurch eine Stabilität einer. Am besten ganz einfach vor mich abschütteln, ganz, ganz normal, wie ich auch auf dem Stuhl sitze, ganz normal die Beine hinstellen, ist das Beste. Eine natürliche Sitzhaltung. genau, dann gab es hier noch die Rückfrage zum, wie sollte der Druckverlauf beim Abziehen sein? Der Druckverlauf ist ein ganz heikles Thema. Also wir Otto Normalverbraucher, wenn ich uns mal so bezeichne, wir schaffen es nicht und haben nicht die Sensibilität, einen Druckverlauf zu produzieren wie unsere Spitzenschützen, die 30.000, 40.000 Schuss im Jahr machen. Ich bin froh, wenn ein Schütze den Druckpunkt aufnimmt und den Druckpunkt hält, ohne mit dem Finger zu spielen. Und dann mit dem Kommando jetzt den Druckpunkt überwindet. Hier noch eine Differenzierung durchzuführen, dass ich das schaffe, den Druckpunkt zu halten, also den Druck zu verstärken, bis er bricht. Oder wenn ich jetzt merke, ich komme aus dem Ziel, ich gehe aus dem Ziel raus, dann den Druck so weit zu stoppen, dass ich dann nicht weitergehe, ist extrem schwierig. Also Druckpunktaufnahme, da habe ich etwa 70% meiner Abzugskraft gezogen und die Druckpunktauslösung ist dann lediglich 150 Gramm. Wer sich zutraut, kann hier eine Veränderung durchführen und dann Richtung 80%, wobei das also dann schon eine gewisse Sensibilität erfordert. Und die Sensibilität lässt mit dem Alter nach. Genau, dann zum Griff. Das war ja auch eben thematisiert worden. Hier gab es die Rückmeldung, dass der Griff zu eng sei. Gibt es da Stellen, wo man sich beraten lassen kann, wo man das fachlich gut aufeinander abstimmt? Gibt es da Empfehlungen, wo man das gut machen kann? Also ein Griff sollte so beschaffen sein, dass er zunächst mal in der Kontur ohne Einengung eine Aufnahme der Hand ermöglicht. Der Konturenverlauf der Hand sollte problemlos möglich sein. Mein Abzugsfinger sollte frei sein. Ich halte die Waffe letzten Endes mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger. Und Ringfinger, vor allen Dingen der Ringfinger, sollte das Knöchel vom ersten Glied mit dem Knöchel hier sollte so am Griff anliegen, dass dieses Teil vom Finger im rechten Winkel zur Laufachse steht, damit ich nicht ein Umfassen vom Griff habe. Ja? Und dieses Glied sollte mittig zur Laufachse stehen, im rechten Winkel und mittig. Das sind also schon mal die beiden wichtigsten Voraussetzungen. Ja. Dann sollte ein Griff der Handform entsprechend ausgeführt sein. Eine fleischige Hand hat einen flachen Griff. Habe ich eine knochige Hand, ist es eher ein balliger Griff. Große Hände haben entsprechend mehr Volumen, und brauchen dann auch einen entsprechenden Griff. Und entscheidend jetzt die Näherungsformel kann man erfüllen. Diese Spanne von der Handbreite in Millimeter gemessen bedingt dann die Größeneinteilung S, L, M, XS oder sonst, ja, und wie das sich in Millimeter auswirkt, kann man sehr gut bei Ring nachlesen. Der hat da eine sehr schöne Tabelle, eine sehr übersichtliche Tabelle zu den einzelnen Griffbreiten.
Ring hat auch recht ordentliche Hinweise darauf, wie der Griff insgesamt beschaffen sein sollte. Ja, mir ist jetzt wenig bekannt in der Literatur, wo man nachlesen kann, wie ein Griff beschaffen sein sollte. Ja, ich kann nur sagen, kommt in den Jedermann-Lehrgang, dann kann man darüber reden. Das ist doch nochmal eine gute Werbung dafür. Ich glaube, du hattest eben kurz erwähnt, dass das Markieren des Auflagepunktes nicht gestattet ist. Kannst du dazu nochmal vielleicht ein paar Ausführungen machen? Weil hier kam mehrfach die Rückfrage, ob es denn wirklich nicht gestattet sei, dass noch nie was passiert sei. Wie sieht das aus mit der Markierung des Auflagepunktes? Also, wenn ich jetzt eine Griffauflage an der Waffe, wenn die jetzt länger wäre wie die 4 Zentimeter, dann muss ich dort eine Markierung anbringen, die die 4 Zentimeter eindeutig festlegen, eindeutig dokumentieren, damit eine Aufsicht jederzeit kontrollieren kann, ob ich die 4 Zentimeter einhalte. Das ist eines. An dem Auflagebock habe ich durchaus die Möglichkeit, mit einem Textmarker, also für so einen Flipchartmarker, Whiteboardmarker, mir einen Strich anzubringen, ja, wo ich dann genau weiß, das ist jetzt mein Auflagepunkt in diesem Fall. Kann ich, wenn ich den Stand verlasse, auch wieder ganz einfach drüber wischen, ist weg. Es darf nur keine Erhöhung auf der Auflage selbst sein, die mir die Möglichkeit eines Anschlages ermöglicht. Allein ein Klebeband wäre schon ein Anschlag. Bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover habe ich mal gesehen, da habe ich einen Auflagebock gefunden, da hat einer einen Nagel reingeschlagen, einen Stift, der hat verhindert, dass er da auf der Auflage verrutscht. Ja, auch das war eine Maßnahme. Sicher sehr, sehr effektiv, aber eben nicht erlaubt. Dann habe ich, wenn ich jetzt noch mal kurz an den Auflagebock gehe, hier zum Beispiel, ich habe hier jetzt zum Beispiel hier meine Schraube, ja, die könnte ich jetzt auch als Orientierung verwenden, um ganz einfach, hier komme ich runter und setze mittig zu meiner Schraube die Waffe auf. Das wäre auch eine Markierung, eine fiktive, eine gedankliche Markierung. Trotzdem den gewünschten Vorteil dann bringt. Dann kam hier mehrfach die Frage rein, und zwar, was ist die optimale Position des Abzugzüngels? Kannst du dazu was sagen? Ja, das Abzugszüngel, einmal, ich berühre das Abzugszüngel mit meiner Fingerbeere. Die Fingerbeere ist die einzige Position, wo ich ein sauberes Gefühl habe, wo ich im rechten Winkel zur Laufachse den Abzug betätigen kann. Gehe ich an die Fingerspitze, habe ich einen Kantendruck. Gehe ich Richtung Gelenk, schiebe ich meinen Finger zu weit rein, habe ich kein Gefühl. Auch hier kann ich nicht im rechten Winkel abziehen. Der Abstand sollte natürlich, ich kann bei den Spitzenwaffen, die wir üblicherweise hier antreffen, kann ich meinen Abzugszüngel auf der Achse verschieben, nach vorne, nach hinten. Da kann ich mich anpassen, habe ich lange Finger, kurze Finger. Immer so weit verschieben, dass ich mein vorderes Fingerglied im rechten Winkel anlegen kann. Bei langen Fingern kann ich meinen Abzugszüngel nach außen schwenken, bei kurzen Fingern nach innen ziehen. Ich kann meinen Abzugszüngel drehen, dass ich auch hier wieder Fläche abziehe. Ich kann meinen Abzugszüngel in der Höhe verändern. Also vielfältige Einstellmöglichkeiten sind gegeben und das funktioniert nur bei den Spitzenwaffen. Dann vielleicht mal ein ganz anderes Thema. Also hier kam die Rückfrage zur Nervosität und wie man das in den Griff bekommt. Hast du da vielleicht Tipps, wie bekommt man Nervosität bei den Wettkämpfen im Griff? Ich meine, im Jedermann-Lehrgang greift dir auch das Thema mentales Training auf. Vielleicht hast du gerade deine besten Tipps auch. Ja, die Nervosität ist natürlich ein Thema. Die Unruhe ist ein Thema. Ja, es gibt einen Trainingsweltmeister, der also im Training immer seine Spitzenleistung erbringt und dann im Wettkampf regelmäßig massiv einbricht.
Da gibt es tatsächlich Hilfsmittel, ja, so, und Nervosität muss man ganz einfach als Freund betrachten. Das ist kein Gegner, der gegen mich arbeitet, sondern Nervosität sollte man willkommen heißen, sollte man freundlich begrüßen, sollte man als Notwendigkeit ansehen, weil die Nervosität eine erhöhte Aufmerksamkeit zur Folge hat. Ein Thema, ein abendfüllendes Thema oder tagefüllendes Thema für den Mentalbereich. Ja, also, hier kann man mit Mentaltraining wirklich sehr viel erreichen, wenn einem bewusst wird, welche, wie die Gedanken Auswirkungen auf meine Handlungen haben. Ja, da hatten wir auch mal ein interessantes Webinar zu, wo man sich auch gerade mit der Komponente beschäftigt hat und ja, gerade beim Schießen einfach extrem wichtig. Daher lohnt es sich vielleicht auch an dieser Stelle mal beim Lehrgang vorbeizuschauen und da ja, fit drin zu werden. Also es ist wirklich eine lohnende Geschichte. Ja. Bei einem der Seminare hatte ich mal mehrfachen Weltmeister, ja. In einem Seminar mehrfacher Weltmeister, drei Kampfrichter, zwei Trainer. Ja. Und die waren also da baß erstaunt, welche Möglichkeiten man mit dem Thema mental erreichen kann. Eben hatten wir ja über die Hand gesprochen, ob sie abgelegt werden darf auf dem Bein beim Sitzen. Jetzt kam hier nochmal die Rückfrage, darf die freie Hand denn an den Pistolen haltenden Arm berühren bzw. stabilisieren oder muss die woanders hin? Nein, nein, nein. Die waffenführende Hand darf nicht gestützt werden, in keinster Weise. Dann hast du ja auch eben mal kurz und auf deinen Folien hast du es, glaube ich, auch erwähnt und gerade eben Rückfragen kam auch nochmal. Hast du gesagt, okay, die Schulter, die muss verriegelt sein. Kannst du das vielleicht nochmal genauer erläutern, wie man das macht? Also wenn ich mich hinstelle. Das fällt keinem schwer, sich ganz natürlich hinzustellen. Ich stehe wirklich, schaue, dass meine Fußstellung passend ist, leicht schulterbreit. Nicht denken, ich habe, geh mal hierher, das sieht man vielleicht etwas besser. Nein, man sieht gar nichts. Manche denken, sie haben extrem breite Schultern, stehen also breit da wie ein Gewehrschütze, ja, überschätzen also ihr Maß an Schultern. Es gibt ein individuelles Maß für die Schulterbreite beim Stehenanschlag. Das wäre hier Knöchel, Ellbogen. Das wäre das individuelle Maß. Großer C, großer C. Das wäre also hier die Möglichkeit, meine Schulterbreite zu definieren. Ja. Und plus, minus 3, 4 Zentimeter spielen da keine Rolle. Es sind Näherungen. Ja. Wichtig ist dabei auch die parallele Fußstellung, also nicht bequeme Endenstellung, sondern parallele Fußstellung, weil das statistisch gesehen den stabilsten Stand zur Folge hat. Und meine Schultern entspannen. Ganz, ganz natürlich. Und oh, ich habe gerade mein Mikrofon verloren. Entschuldigung. Ja. Also ich stehe gerade entspannt, ja, aufrecht. Meine Schulter bleiben unten und wenn ich die Waffe in die Hand nehme, passiert nichts anderes wie Anheben der Waffe, nicht Anheben der Schulter, ja. Und dann mal vielleicht noch mein Kinn da drauflegen, meinen Kopf drauflegen. Na, gerade, ja. Und dann nur den Kopf gerade. Waagrechte Augen. Das hat alles Auswirkungen auf mein Gleichgewichtssinn, auf mein Gleichgewichtsgefühl. Genau, vielleicht geht es in die ähnliche Richtung, kann aber auch ganz anders hingehen. Und zwar wurde hier nach den Ursachen für das Springen bei einzelnen Schüssen gefragt. Woran kann das liegen, dass es zwischendurch springt? Die Frage jetzt, muss ich nachfragen, springen bei Luftpistole, springen bei Sportpistole oder springen bei freier Pistole? Vielleicht kann die Person das noch schnell nachreichen. Da ging es um Springen bei Luftpistole. Also eine springende Waffe sollte da eigentlich nicht die Norm sein, da wir rückstoßfreie Waffen haben.
Also das spricht dafür, dass hier extreme Verspannungen vorliegen, dass gerissen wird am Abzug. Eine saubere, gefühlvolle Auslösung des Abzugszüngel sollte geübt werden. Ich kann dem Schützen nur empfehlen, dass er mal ein Training auf weiße Scheibe durchführt, wo nichts anderes passiert wie Abziehen der Waffe. Er geht mit seiner Visierung auf die weiße Fläche. Kimmelkorn muss stimmen. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Sobald Kimmelkorn gestrichen ist, mittig, das Korn mittig in der Kimme steht, saubere Schussauslösung. Und dann überprüfen, ob sich mit der Schussauslösung die Waffe verändert. Wenn er sauber abzieht, wenn er sauber nachzielt, dürfte keine Veränderung vorliegen. Ja, dann haben wir mehrfach die Frage gehabt, ob ein Zusatzgewicht Sinn macht bei der Pistole und wo es optimalerweise angebracht werden soll, ganz vorne oder eher Richtung Abzug. Was ist deine Einschätzung dazu? Also von der Sportordnung habe ich die Möglichkeit, unsere Waffen bis 1500 Gramm aufzurüsten, mit Gewichten zu versehen. Das folgt dem Grundsatz, Masse bringt Ruhe. Ich selbst habe das also jahrelang so praktiziert. Ja, meine Waffen waren also wirklich bei 1480 Gramm angesiedelt. Ja. Inzwischen, da ich alle drei Disziplinen schieße, freie Pistole, Sportpistole, Luftpistole, habe ich bei allen Waffen meine Gewichte abgebaut. Ich schieße heute, wie vom Freihandanschlag her auch, mit den Waffen, wie ich das im Freihandanschlag verwende. Und günstig ist es vom Abzug her, wenn das Gewicht leicht vorderlastig ist. Ja, das kann ich am besten kontrollieren. Ausprobieren und dann nicht nur mit einer Einheit, mit einer Übungseinheit, sondern das dann über einige Wochen ausprobieren, ob ich nicht hier eine Verbesserung erreiche, wenn ich mit weniger Gewicht arbeite oder wenn ich meine Gewichte verschiebe. Würdest du dann eher eine leichte oder eher eine schwere Waffe empfehlen? Also ich persönlich schieße inzwischen mit einer leichteren Waffe. Also ich habe keine Zusatzgewichte mehr an meiner Waffe. Hat sich aber über die Zeit geändert. Ja, das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben. Ja. Also jetzt, wenn ich die Sportpistole nehme, ja, da haben wir sowieso weniger Möglichkeit, Gewicht anzubringen, also vom Hersteller her. Es sei denn, ich mache eigene Basteleien. Und habe damit hervorragende Ergebnisse erzielt. Ja, dann schauen wir mal weiter. Genau, hier auch zum Thema Sportpistole, Auflage. Ist es da besser, die Pistole die gesamte Zeit auf der Auflage zu lassen oder nach jedem Schuss neu abzulegen? Was sagt da deine Erfahrung? Also bei der Sportpistole hat man eine Gesamtschusszeit 5 Schuss in 150 Sekunden. Das reicht aus, um Schuss auszuführen und die Waffe runterzunehmen. Das entlastet meine Muskulatur. Wenn ich die ganze Zeit oben bleibe, führt es, also bei mir zum Beispiel, führt es zu Unruhe. Also maximal 2 Schuss werde ich da in meine Waffe oben lassen. Also ich gehe eigentlich nach jedem Schuss runter, meine Muskulatur entspannen und dann wieder neu aufbauen. Könntest du da vielleicht auch noch Auskunft zu geben, was gilt denn als die beste, optimalste Position bei der Auflage mit der Sportpistole? Jetzt bin ich überfragt. Nochmal. Die Frage nochmal. Ja. Was die optimalste Position bei Sportpistole-Auflage wäre? Das gilt für alle
Pistolenarten, ob ich jetzt die freie Pistole habe, die Sportpistole oder die Luftpistole. Ich brauche den richtigen Abstand zu meiner Auflage und ich muss aufrecht stehen oder aufrecht sitzen, der richtige Abstand. Nicht, dass ich dann mich nach Richtung Auflage verändern muss oder in Rücklage gehe, ja, aufrecht, gerade, ja, um meinen Gleichgewichtssinn möglichst wenig zu beeinträchtigen. Wenn ich, und dann kommt es darauf an, dass ich meine Auflagenhöhe richtig in der Höhe einstelle, justiere. Und da ist es wieder entscheidend, wie ist mein Körperbefinden, wie ist mein Zustand von der von der Wirbelsäule her, ist meine Bandscheibe prall gefüllt, schieße ich am Vormittag, schieße ich am Abend, ja, dass ich hier Veränderungen in der Körpergröße eingebe. Ich muss es also entsprechend einstellen. Wenn ich jetzt meine Hand auf die oder meine Waffe auf die Auflage aufwürfe, sobald ich meine Auflage berühre, sollte keine Veränderung mehr notwendig sein, um meine Visierung zu korrigieren. Sobald ich hier anfangen muss zu korrigieren, stimmt es nicht. Ja? Da muss ich das entsprechend anpassen. Auch hier ist es entscheidend, wenn ich jetzt in den Griff hineingehe, ja, wenn ich einen nicht passenden Griff habe, eine Veränderung von 1 Grad bedeutet draußen 20 cm vom Ziel. Und wenn ich jetzt dann hier in meinem Handgelenk hier mein Korn mittig in die Visierung, in die Kimme bringen muss, dann stimmt meine Griffposition nicht. Also es gibt viele Faktoren, die man da berücksichtigen muss und kann. Und wahrscheinlich auch sollte. Hast du denn auch Empfehlungen für Modelle, Marken, für Sportpistolen, für Waffen? Bei Sportpistole? Also ich selbst, ich habe zwei Sportpistolen, mit denen ich meistens schieße. Das ist die Walder SSP, SSPE. Und ideal für meine derzeitige Situation, Alterssteifheit und alles, was so eine Rolle spielen kann, Einschränkungen, Handgelenk, Beweglichkeit, finde ich für mich persönlich die Pardini als sehr, sehr angenehme Waffe, die auch sehr ruhig im Schuss liegt. Also man kann das Schussverhalten einer Waffe, kann man auch mal mit einem kleinen Video selbst ausprobieren. Im Verein haben ja viele Leute verschiedene Waffen. Da kann ich mich auch mal hinten dran stellen und ganz einfach ein kleines Video machen und schauen, wie sich die Waffe im Schuss verhält. Es gibt Waffen, die deutlich mit dem Schützen arbeiten, ja, wo ich merke, also die schlägt richtig gehen, und dann Waffen, die nur ganz einfach keine kurze Aufwärtsbewegung haben. Ja. Diese Waffe, die mit dieser kleinen kurzen Aufwärtsbewegung hat naturgemäß eben ein besseres Schussbild zur Folge. Dann gab es doch eine weitere Frage nochmal zurück auf die Thematik von Sitzen oder Stehen. Bringt der Hocker Vorteile verglichen mit dem Stehenschießen? Was ist vorteilhaft? Eindeutig ja. Also ich selbst habe mit 76, ja, ich habe bis zum letzten Jahr noch stehend geschossen, weil ich meinte, das mache ich dann, wenn ich alt bin, sitzend. Ja, und habe mich dann aber dann doch entschlossen, auf den Hocker umzusteigen. Es war eine Umgewöhnungsphase, es hat ein bisschen gedauert, aber inzwischen muss ich sagen, es ist eindeutig von Vorteil, wenn ich sitze, Unruhe, die von den Beinen herkommen können, auch Anspannungen aus der Muskulatur, werden viele Sachen schon ausgeschaltet. Meine Körperstabilisierung beginnt eben mit dem Rumpf, mit dem Gesäß nach oben. Ich muss viel weniger kontrollieren, viel weniger korrigieren. Es fällt mir leichter, entspannt zu sitzen.
Würdest du denn auch Schießschuhe im Sitzen empfehlen? Oder da braucht es dann nicht? Was ist deine Einschätzung? Nein, spielt keine Rolle. Da könnte ich theoretisch auch mit bequemen Hausschuhen antreten. Wäre vielleicht Wichtig, entspannter für das mentale wichtig, Training dann auch. wichtig, geschlossenes Schuhwerk und knöchelfrei. Okay. Dann haben wir noch ein paar offene Fragen. Und zwar, wir haben am Anfang eigentlich über die Irisblende gesprochen für Schießbrillen. Und hier gab es noch mal die Rückfrage dazu. Die gibt es ja in Schwarz und in Transparent eingefasst. Hast du Empfehlungen, welche vielleicht besser ist? Hatte ich auch schon kurz angedeutet, ja, also auf jeden Fall die transparente Blende. Die transparente Blende bedeutet für mein zielendes und nicht zielendes Auge gleiche Lichtverhältnisse. Das einzige Ziel ist ja, das Doppelbild zu verhindern. Und man sollte, da wir mit beiden Augen offen schießen, was für unser Gleichgewichtsgefühl, für unser Gleichgewichtssinn von Bedeutung ist, genügt eigentlich eine Abdeckung für das nicht zielende Auge in der Größe von einem Centstück. Ja? Oder ich selbst, ich habe eine Abdeckblende, die hat nur einen Zentimeter breiten Streifen, damit ich möglichst viel von meiner Umgebung sehe, von meiner Umgebung wahrnehme. Überall auf den Schießständen haben wir gerade Linien. Ja? Die Decke ist über uns, ja? Wir haben Hochblenden. Und auch unsere Scheibe ist rechtwinklig, ist waagrecht. Ja. Das alles sind Informationen, die für unser Gleichgewichtssinn von Bedeutung sind. Und je mehr ich da wahrnehme, umso besser ist mein Unterbewusstsein versorgt. Vielleicht noch abschließend die Frage dazu. Jetzt habe ich sie verloren auf dem Weg hier. Und zwar, gibt es eine empfohlene Auflageplatte für die freie Pistole TOZ? Also empfohlen. Da muss man sich erstmal die Waffe anschauen. Wenn ich jetzt die TOTS 35 nehme, wo unten am Griff die Spannung, das Spannen erfolgt, ja, da wird es schwierig, eine Auflage anzubringen. Man ist hier etwas auf Bastelei angewiesen. Also ich selbst, ich habe meinen Griff, also ich schieße die Hämmerli und habe die Morini. Ich habe meine Waffe ganz einfach auf ein Bandschleifgerät gestellt und unten angeschliffen, so dass ich eine waagrechte Fläche bekomme, die waagrecht zur Laufachse ist, und habe dann ein kleines Sperrholzbrett angebracht. Und das reicht mir aus, um meine Waffe sauber aufzulegen. Und bei freier Pistole gibt es ja keine Möglichkeit der dreidimensionalen Verstellung. Da habe ich einen festen Griffwinkel, ja, und da ist dann eine fest angebrachte Auflage vollkommen ausreichend. Dann nehmen wir noch eine letzte Frage. Und zwar, welche Dehnübungen sind denn vorteilhaft? Vielleicht auch mal der Unterschied zwischen Luftpistole, Auflage und Luftpistole, Freihand. Dehnübungen. Ja, Dehnübungen. Dehnübungen. Also grundsätzlich sollte man vor einem Wettkampf, vor einem Training, etwa eine halbe Stunde vorher, ein Muskelaktivierungsprogramm absolvieren. Das sind kleine Übungseinheiten, die dann verbunden sind mit einem Dehnungsprogramm. Dehnung, Dehnung, statisch. Und wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass man diese Ausgangsübung wiederholt, da ein gedehnter Muskel keine Maximalleistung erbringen kann. Für unsere Evolution war es wichtig, dass unser Organismus sofort reagieren kann. Also wenn ein Säbelzahntiger auf uns zukam, war es entscheidend, entsprechend zu reagieren. Nicht erstmal zu sagen, Moment mal, ich muss mich erstmal dehnen. Ja, also das funktioniert so nicht. Ja. Also dehnen, ja, aber nur in Verbindung mit einem Aktivierungsprogramm. Okay, ich weiß, dass noch Fragen
offen sind. Wir konnten leider in dieser Gesamtzeit nicht alle beantworten, weil, wie ja bekannt auch ist, hatten wir einfach heute Abend eine sehr große Teilnehmerzahl, was uns natürlich sehr freut. Ich möchte aber gerne auch noch mal hier den Hinweis ausgeben. Fred hat es ja auch erwähnt, es gibt eben diese Lehrgänge und da geht man auch noch mal tiefer auf die Fragen ein und dann wird auch definitiv mehr Zeit sein als nur diese eine Stunde, die wir heute hatten. Also die Fragen, die offen sind, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, das dort noch mal zu nutzen. Bevor quasi ich das Webinar hier schließe, habe ich noch zwei Hinweise. Und zwar, es wird im Nachgang wie immer eine Evaluation geben. Also da kann man gerne einmal Feedback hinterlassen. Das würde uns natürlich sehr freuen, auch für die Weiterentwicklung dieses Formats. Und darüber hinaus wird es auch natürlich die Aufzeichnung geben, die auf der Website sowie auf YouTube zur Verfügung gestellt wird. Und es gibt auch schon einen Termin für das nächste Webinar, und zwar ist das am 25.04. Da kümmern wir uns um das Thema Yoga. Also vielleicht ein bisschen was anderes. Und wir haben gerade mit den Dehnübungen aufgehört. Dann war das doch ein ganz thematisch passender Übergang. Ich möchte auf jeden Fall Danke sagen an dich, Fred, für den Input und dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. Und ich habe auch nur Positives bisher gelesen und dass es ein sehr interessanter Input war und von höchster fachlicher Kompetenz. Also danke dir auf jeden Fall dafür. Und ja, bevor ich uns alle in den wohlverdienten Feierabend schicke, übergebe ich nochmal gerne das Wort an dich für die abschließenden Worte. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen mal auf einem Lehrgang sehe. Ich komme auch in Vereine, wenn das gewünscht wird. Und ein Arbeiten im, also ein gemeinsames Arbeiten mit Verbindung Theorie und Praxis, wo man das alles auch ausprobieren kann, ist sehr viel effektiver, wie es hier nur ein solches einseitiges Vortragen von irgendwelchen theoretischen Inhalten. Also ich würde mich freuen, wenn ich einige Impulse vermitteln konnte. Denkt daran, das Wichtigste ist ein spannungsfreier Stand. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann in Hannover. Bis dann. Tschüss. Tschüss.